bist hier, weil du lernen möchtest, wie du HTML programmieren kannst. Ach, schade eigentlich. Das kannst du gleich wieder gehen. Denn HTML wird nicht programmiert. Man schreibt es einfach wie ganz normalen Text. Die Abkürzung HTML kommt aus dem Englischen und steht für Hypertext Markup Language. Und genau dieser Name ist es, der uns auch bereits verrät, dass es sich um keine Programmiersprache handelt. Denn auf Deutsch heißt HTML so viel wie Hypertext Auszeichnungssprache. Und ich weiß, du bist ein cleveres Gärtchen. Dir ist nicht entgangen, dass der Begriff Auszeichnungssprache uns längst verraten hat, was HTML eigentlich ist. HTML gibt uns die Möglichkeit, Inhalte auszuzeichnen. Und das übergeordnete Ziel dabei ist, einen Inhalt für eine Maschine, also unseren Computer oder unser Smartphone, interpretierbar zu machen. Aber was heißt das jetzt konkret? Schauen wir uns mal einen einfachen Text an und nehmen diesen als Beispiel. Was du hier siehst, sind drei Zitate vom Apple-Gründer Steve Jobs. Aber dir fällt natürlich sofort auf, dass dieser Text so nicht wirklich angenehm lesbar ist. Es wird zum Beispiel gar nicht klar, dass es sich hier eben um drei Zitate handelt. Und ich kann auf Anhieb auch nicht erkennen, ob sich hierin vielleicht auch eine Überschrift verbirgt. Die erste gute Idee wäre hier also, einfach mal Absätze einzufügen. Unser Inhalt, unsere drei Zitate, sind nun einfacher lesbar. Und neben der reinen Lesbarkeit gibt es zum Beispiel Elemente, die besonders wichtig sind. Die Überschrift hat zum Beispiel einen höheren Stellenwert als der übrige Text. Wir könnten also darüber nachdenken, die Überschrift etwas größer zu gestalten. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Naja, und das können wir beliebig fortführen. Vielleicht möchtest du einen bestimmten Teil deines Inhaltes verlinken, den Text kursiv setzen oder vielleicht etwas fetten. All das sind Auszeichnungen. Und genau dieses einfache Beispiel setzen wir jetzt in einem Handumdrehen um in deinem ersten HTML-Dokument. Moment. Kann ich HTML einfach so schreiben? Womit denn? Ja, sehr gute Frage. Was brauchst du für HTML? Tatsächlich brauchst du nicht wirklich viel. Auf der einen Seite brauchst du einen Texteditor. Das kann irgendein beliebiges Programm sein, in dem du Text schreiben kannst. Ich persönlich nutze die App Sublime Text. Hashtag not sponsored. Sie gibt es kostenlos für Mac und für Windows und macht, wie ich finde, einen ziemlich guten Job. Und neben dem Texteditor deiner Wahl brauchst du natürlich noch einen Browser deiner Wahl. Denn eine HTML-Seite ist ja eine Internetseite und Internetseiten gucken wir uns in Internetbrowsern an. Ich verwende für dieses Video hier ganz einfach den Standard von macOS Safari. So, willkommen auf meinem Desktop. Auf der linken Seite siehst du, wie bereits angekündigt, die App Sublime Text. Ich habe die Zitate hier bereits schon mal reinkopiert und du musst sie natürlich nicht abtippen. Nimm einfach irgendeinen Text, den du gerade zur Hand hast. Oder auch Blindtext. Oder schreib ein Gedicht, einen Liebesbrief. Ist wirklich völlig egal. Und neben Sublime Text ist hier noch ein kleines Browserfenster geöffnet. Mein Browser ist Safari und zeigt im Moment noch keine Seite an. Und genau das ändern wir jetzt. Wir wechseln in unseren Texteditor und speichern unser Dokument als neue Datei unter dem Namen index.html. Drücken auf Speichern und wir haben das Ganze direkt auf dem Desktop gespeichert. Und von hier aus ist es nur ein Katzensprung in unser Browserfenster. Okay, nur nochmal zum Verständnis. Auf der linken Seite sehen wir unseren Quelltext. Das ist unsere HTML-Datei, die noch kein HTML enthält. Das ändern wir gleich. Und auf der rechten Seite in unserem Browser sehen wir die Interpretation unserer HTML-Datei und dabei fällt direkt ein Unterschied auf. Die Absätze, also die Zeilenumbrüche, die wir hier innerhalb unserer HTML-Datei sehen, werden vom Browser offenbar ignoriert. Und das liegt daran, dass wir die Absätze in der Sprache HTML nicht als solche ausgezeichnet haben. Fangen wir also genau damit an. Also ab in unsere HTML-Datei. Wir markieren den Anfang unseres ersten Zitates und schreiben dort nun kleiner als p. Größer als. P steht für Paragraph. Das ist Englisch und bedeutet Absatz. Und was wir jetzt getan haben, ist im Prinzip eine Markierung zu setzen. Wir haben jetzt diese Stelle unseres Inhalts als eine markiert, in der ein neuer Absatz beginnt. Und ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende besitzt. Und genau das, also das Ende dieses Zitates, müssen wir jetzt auch noch auszeichnen. Dafür gehen wir an das Ende unseres Zitates, kleiner als, Backslash, P größer als. Diese größer, kleiner als Geschichten nennt man Tags. Also das hier ist ein Tag. Genau genommen ist das ein öffnender Tag. Und passend dazu gibt es den schließenden Tag, kleiner als, Backslash, P, größer als. Wir haben ja drei Zitate, deswegen müssen wir jetzt noch zwei weitere Absätze als solche markieren. Öffnender Tag, schließender Tag, öffnender Tag, schließender Tag. Ob das funktioniert hat, wir speichern unsere Datei einmal, wechseln in unseren Browser und drücken dort auf Aktualisieren. Hey, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Gerade am Anfang muss man sich ein paar Sachen merken. Zum Beispiel, dass P eben für Paragraph, also Absatz, steht. Du hast in HTML zum Glück die Möglichkeit, dir Kommentare zu schreiben. Da könntest du dir zum Beispiel gerade am Anfang so kleine Merkhilfen reinschreiben. Und das sähe dann so aus. Kleiner als, Ausrufezeichen, zwei Bindestriche und wir notieren uns einmal, P steht für Paragraph.
Speichern, aktualisieren. Ja, wo ist mein Kommentar? Tja, dein Kommentar ist nirgendwo, außer im Quellcode. Denn genau da gehört er hin. Kommentare in HTML sind nicht dafür bestimmt, zu irgendeinem Zeitpunkt vom Besucher deiner Website gesehen zu werden. Und genau aus diesem Grund zeigt dein Browser die Kommentare erst gar nicht an. Ich hatte ja schon gesagt, dass einige Teile deines Inhaltes andere Bedeutungsebenen haben. Damit meine ich zum Beispiel die Überschrift. Eine Überschrift ist erstmal viel wichtiger als der Rest. Denn mit ihr gibst du an, worum es auf der gesamten Seite überhaupt geht. Unsere Überschrift lautet Steve Jobs. Und darunter soll es noch eine kleine Unterüberschrift geben. Eine Unterüberschrift namens Quotes. Und Überschriften zeichnen wir wie folgt aus. Kleiner als, H1, größer als. Das war der öffnende Tag. Fehlt noch der dazugehörige schließende. Und Quotes braucht auch noch entsprechende Tags. Kleiner als, H2, größer als. Und den passenden den schließenden Tag dazu. Wir speichern und aktualisieren einmal. Ah, interessant. Da hat sich doch jetzt eine ganze Menge getan. Unsere H1, das ist die erste Überschrift in unserem Dokument, wird allein aufgrund der Tatsache, dass wir sie in HTML als solche ausgezeichnet haben, viel größer angezeigt als unser übriger Inhalt. Und von der H1 sollte es in der Regel nur eine geben, denn eine Webseite hat eben nur eine Überschrift. Anders verhält sich das bei Unterüberschriften, wie zum Beispiel unsere H2. Die wird von Hause aus auch etwas kleiner dargestellt und es wäre sicherlich auch nicht ungewöhnlich, wenn deine Seite mehrere von diesen kleineren Überschriften besitzt. Eine brennende Frage ist jetzt natürlich noch, wofür steht denn H eigentlich? Und das ist natürlich auch wieder Englisch und steht für Headline. Und du kannst das beliebig fortführen. H1 ist immer die eine große Überschrift deiner Seite. Und darunter kann es mehrere H2, H3, H4, H5 und so weiter geben. Du kannst deine Texte, deine Inhalte also so richtig schön strukturieren. Eine Sache macht mich jetzt aber noch richtig traurig. So eine Webseite, mit der man nicht interagieren kann, wo man auch nicht raufklicken kann. Hey, das ist doch einfach keine richtige Website. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie du einen Link in HTML setzen kannst. Und dafür müssen wir uns erstmal die Stelle raussuchen, die ein Link werden soll. Und ich möchte, dass der Text Follow Your Heart ein Link wird, also auf eine andere Seite verweist. Und wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, dann ahnst du jetzt vielleicht schon, was kommt. Wir müssen einen Tag setzen, und zwar einen öffnenden Tag. Kleiner als A, größer als. Und der braucht natürlich noch ein Ende. Kleiner als Backslash A. Speichern. Refresh. Hey, das hat irgendwie nicht funktioniert. Kannst du dir denken, warum? Ja, ich glaube, es wäre eine gute Idee, noch anzugeben, wohin unser Text verlinken soll. Also schnell zurück in unser HTML, und zwar dort genau in unseren öffnenden A-Tag. Denn so ein Tag ist nicht einfach immer nur ein Tag. Er kann auch ein bisschen mehr. Zum Beispiel kann er Attribute enthalten. href, das steht für Hypertext Reference, gleich https://martinlexo.de. Speichern, refresh, und das sieht auch gleich viel besser aus. Unser Link hat jetzt nicht nur eine andere Farbe, sondern ist von Hause aus auch erstmal unterstrichen, damit er uns unter keinen Umständen entgehen kann. Und natürlich kann man da jetzt auch raufklicken und gelangt dann auf die Seite, die wir in HTML angegeben haben. Mache ich jetzt aber nicht. Wir haben noch keine Zeit. Denn zwei Sachen muss ich dir jetzt einfach noch zeigen. Zum einen ist das, wie du Text kursiv setzen kannst. Hast du schon oft gesehen, hast du lieben und schätzen gelernt und in nur wenigen Augenblicken weißt du auch, wie du das selber bewerkstelligen kannst. Pass auf, ab in unseren HTML-Code. In unser zweiten Zitat nehmen wir mal die Stelle Going to Die, kleiner als I für Italic. Das ist der englische Begriff für kursive Schrift, größer als. Und du weißt ja, wo ein öffnender Tag ist, braucht es immer auch einen schließenden. Speichern, aktualisieren. Und das fällt visuell jetzt nicht ganz so stark ins Gewicht wie unser Link oben, aber es funktioniert dennoch. Die entsprechende Stelle im Text wird nun kursiv dargestellt. Aber manchmal ist kursiver Text einfach zu subtil. Begriffe, die zum Beispiel wirklich wichtig sind, sollen sofort ins Auge fallen. Und dann empfiehlt es sich, zum Beispiel einen fetteren Schriftschnitt zu wählen. Oder mit anderen Worten, ich zeige dir, wie du Text fetten kannst. Wir wechseln in unseren Texteditor, wählen eine beliebige Stelle in unserem dritten Zitat, kleiner als B, größer als. Und ich hoffe, an dieser Stelle hast du es jetzt schon verinnerlicht. Ein öffnender Tag braucht auch immer einen schließenden. B steht übrigens für Bold. Und wenn wir in unserem Browser auf Aktualisieren klicken, sehen wir auch, was das bedeutet. Nämlich ein fetter Schriftschnitt. Sehr gut. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich dir noch nicht verraten, wofür der A-Tag für unseren Link eigentlich steht. Und auch das soll natürlich kein Geheimnis bleiben. A steht für Anchor. Und das Attribut darin, das sagte ich bereits ja, steht für Hypertext Reference. Also im Grunde nichts anderes als eine Referenz, ein Verweis auf ein anderes Dokument. Das war jetzt vielleicht ziemlich viel auf einmal, aber tatsächlich schon ein großer, essentieller Teil des gesamten Zaubers, der sich hinter HTML verbirgt. Du weißt jetzt schon eine ganze Menge darüber, wie du deine Website richtig strukturieren kannst. Was du noch nicht weißt, ist, wie du deine Seite richtig schön gestalten kannst. Eine eigene Schriftart verwenden, Textfarbe anpassen oder vielleicht ein Hintergrundbild verwenden. Dafür verwendet man CSS. Wie du CSS schreibst und das mit deinem HTML kombinieren kannst, verrate ich dir genau hier auf meinem Kanal in einem der folgenden Videos. Dieses Video hier hat dir gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst, und solltest du Fragen, Anregungen, Wünsche oder auch bessere Zitate haben, dann ab damit in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.